Wir gucken jetzt hier rein, ne? Zur Begrüßung. Da rein. Let's go. Wir begrüßen euch in meiner Eingangshalle. Habt ihr schon gesehen? Was für ein Wahnsinnsausblick, oder? Was ist denn das für ein Blick, Susi? Wir gucken direkt wohin? Ins wunderschöne Lüdenscheider Umland. Umland, wow, Wahnsinn. Ja, hallo, das ist die Susi, ich bin die Anja, aber ihr kennt uns bestimmt schon. Wir werden jetzt gleich Line Dance machen, ein bisschen tanzen. Das heißt, ihr braucht keinen Partner diesmal, ihr dürft alleine tanzen. Und wir warten einfach noch ein bisschen und ich erzähle euch einfach noch mal so ein bisschen was, bevor wir eigentlich richtig loslegen. Ne? Ich habe eine coole Musik rausgesucht für gleich. Also freut euch schon drauf, die Choreo, die kriegen wir auch gleich ganz bestimmt ganz super hin. Ja, wenn ihr noch nicht abonniert gedrückt habt auf unserer Tanzschulseite, dann macht das doch noch. Also jetzt habt ihr noch die Chance. Wir werden ganz viele Sachen noch machen und haben auch schon abgedreht und wir werden am Sonntag noch Merengue unterrichten für euch und Angelo della Fera. Oh, da freue ich mich richtig drauf. Boah, das wird der Wahnsinn. Nee, ich, Susi. Nein, ich. Ja, und wenn wir dann gleich uns ein bisschen ausgebreitet haben und ihr Platz habt, können wir gleich unsere Choreo starten. Susi, ja. Was haben wir denn heute alles so Schönes gemacht? Oh, wir haben abonniert gedrückt, ne? Ganz viel. Das habe ich auch. Ja, klar. Also ich muss ja informiert sein. Ja, also wir sind eigentlich immer ganz gut informiert, oder? Ja, ja. Und die können es auch. Die Gabi, die war gerade noch hier, die Gabi Hübner aus dem Bastelladen, Bastelzubehör, und hat gerade noch Osterhäschen gebastelt. Gelande. Genau. Und ansonsten dürft ihr gleich einfach mal auf unserer Tanzschulseite schauen. Da ist in unserem Live-Ticker auch immer wieder alles, was aktuell ist. Und ihr seid dann immer auf dem neuesten Stand. So, wenn wir jetzt ganz viel Platz haben und ihr viel Platz habt, wir werden uns gleich umdrehen. Also wir kehren euch gleich einmal den Rücken zu, weil das sonst gleich ein bisschen schwierig wird, wenn wir das spiegelverkehrt, glaube ich, tanzen. Ne? Ja, ich glaube ja. So, sollen wir loslegen? Seid ihr startklar? Wir stellen uns mal mit dem Rücken auf. Passt auf. Ihr folgt uns jetzt einfach mal. Wir fangen mal ganz easy an mit einem Seitwärtsschritt. Das heißt, wir gehen immer einen Schritt zur Seite, ziehen den freien Fuß heran. Das nennt sich dann der Tap-Schritt. Ohne Gewicht gehen in die andere Richtung. Tap, das machen wir ein paar Mal. Seit, tap, seit, tap, seit, tap. Da dürft ihr immer locker im Knie. Das ist ganz wichtig. Immer ein seit, tap, seit, tap. Susi, meinst du, wir schaffen das ein kleines bisschen gleich nach vorne dabei zu gehen? Das heißt, wir gehen immer einen diagonalen Schritt nach vorne, nach vorne und wir laufen mal nach hinten. Klappt? Das probieren wir nochmal ganz langsam. Wir starten mal rechts zur Seite. Wir starten immer mit Seit. Tipp erstmal, ohne in irgendeine Richtung oder nach vorne zu gehen. Und wenn wir soweit sind, gehen wir jetzt gleich mal, Achtung, ein bisschen nach vorne. Achtung und Seit. Tipp, Seit. Tipp, Seit. Tipp. Und wir laufen rückwärts. Hey, sehr gut. Das probieren wir nochmal. Wir fangen mit rechts an, rechts zur Seite. Und Seit. Tipp, Seit. Tipp, Seit. Tipp, jetzt gehen wir nach vorne, Seit, Tipp, immer so ein bisschen diagonal. Jetzt kommt das letzte Mal und wir laufen rückwärts, 2, 3 und 4. Wenn wir bis 4 zählen, haben wir am Ende den rechten Fuß frei. Hat das gut geklappt? Ja, sehr gut. Jetzt haben wir natürlich keine Vorbereitungszeit, sondern wir gehen direkt diagonal nach vorne. Das heißt, wir starten mit dem rechten Fuß. Wir gehen immer einen Schritt nach vorne, Tipp, einen Schritt nach vorne, Tipp, einen Schritt nach vorne, Tipp, nach vorne, Stopp. Jetzt habt ihr hoffentlich alle den rechten Fuß frei und wir laufen 4 Schritte rückwärts. Und 1, 2, 3 und 4. Ganz wichtig ist, dass am Ende der rechte Fuß frei ist. Hat das geklappt? Dann machen wir das nochmal. Diagonal nach vorne und Seit, Tipp, Seit, Tipp, Seit, Tipp, Seit und rückwärts. 1, 2, 3 und 4. Und? Sehr gut. Okay, wir klatschen noch, damit wir natürlich ein bisschen mehr so rhythmische Untermalung haben, klatschen wir dabei. Aber es wäre ja einfach, wenn wir nur einmal klatschen würden. Wenn wir nach rechts gehen, tanzen wir einmal klatschen zum schließenden Schritt. Also wenn ihr den Tap-Schritt tanzt, klatschen wir einmal. Wenn wir nach links gehen, schaffen wir zweimal, klatsch, klatsch. Hey, nochmal. Einmal klatschen, nach rechts, zweimal, klack, klack. Und dann laufen wir 4 Schritte rückwärts. 1, 2, 3 und 4. Das machen wir nochmal. Let's go. Und seit einmal und zweimal, einmal und zweimal. Und wir laufen rückwärts. Stopp. Jetzt gehen wir mal. Komm mal noch ein Stück zu mir, Susi. Ja, gerne. Jetzt gehen wir nämlich, sonst fliegst du aus meiner Eingangshalle raus. Dann bist du gleich in meinem Wohnzimmer. Oh. Oh, das willst du gar nicht sehen. So, wir starten mal nach rechts. Das heißt, wir tanzen jetzt bis 4
Schließen erstmal die Füße. Wir machen erstmal ein Seitwärts, schließen, seit und ran. Nach links, 2, 3 und nochmal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 und stopp. Normalerweise wäre das ja jetzt mit Schließen relativ simpel, aber wir sind ja schon fortgeschritten, oder? Ja, klar. Ja, klar. Das heißt, wir schließen jetzt nicht mehr den Fuß, sondern Grapevine nennt man diese Geschichte. Das heißt, ihr kreuzt immer mit dem hinteren, also sprich mit dem linken Fuß einmal hinter, zur Seite und ran. Seit, dahinter, seit und ran. Nehmt die Seite so ein bisschen mit, dann wird es einfacher, hinter zu kreuzen, als wenn ich natürlich gerade bleibe und versuche, dahinter zu kreuzen. Also nehmt die Seite mit, dann wird das ein bisschen einfacher. Und seit, dahinter, seit und tipp. Das ist unsere Grapevine. Die tanzen wir insgesamt 4-mal. Erste Mal nach rechts, zweite Mal nach links, dritte Mal nach rechts und noch einmal nach links. Jetzt fehlt uns nur noch ein Element. Was? 4 Schritte brauchen wir jetzt nur noch. Dann haben wir schon die ganze Choreo fertig. Wow, oder? Klasse. Das heißt, wir tanzen jetzt einen V-Schritt. Ihr geht diagonal mit dem ersten Fuß, also mit dem rechten Fuß vorwärts, linker Fuß zur Seite, rechts rück. Und schließen. Bei unseren Kindern, also bei den kleineren Kindern, dann üben wir das immer ganz dolle, ne, Susi? Weil das auch mal ganz wichtig ist, ein ganz wichtiger Schritt. Ne? Und dann fragen wir auch immer, wie sieht denn dieser Vorschritt aus? Also hier müssen wir auf jeden Fall ankommen und hier in der Mitte, da wo wir wieder zusammenkommen. Eins, zwei, drei, vier. Und dann wird es einfach. Probieren wir das aus. Kleine Schritte ist immer ganz wichtig. 1, 2, 3, 4. Das war's. Jetzt müssen wir das alles nur noch kombinieren. Wie war der Anfang? Wie war denn der Anfang? Genau, wir starten mit diagonal, mit einmal klatschen und zweimal. Okay, let's go. Und einmal klatschen und zweimal. Rechter Fuß. Und jetzt 4 Schritte rückwärts laufen. 2, 3 und stopp. Jetzt kommt unsere Grapevine. Nach rechts, 2, 3, 4. Nach links, 2, 3. Noch einmal nach rechts. Letzte Mal nach links, V-Schritt. 1, 2, 3, 4. Das war's. Und dann geht's wieder von vorne los. War gar nicht so schwer, ne? Man glaubt immer, das sind so viele Schritte, aber es geht noch. Probieren wir nochmal, bevor wir es gleich mit Musik ausprobieren. Und seit, tipp, klatsch, klatsch, seit, tipp, klatsch, klatsch. Jetzt rückwärts laufen, 3 nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noch einmal nach rechts, noch einmal nach links. Unser Vorschritt, rechts, links, rechts, links. Und dann geht es wieder von vorn los. Jetzt müssen wir das nur noch hintereinander kriegen, okay, ne? Ohne okay. Pause. Mhm. Viel Erfolg, wir schaffen das. Let's go. Und seit, klack, bam, bam, seit, klack, klack, klack. Und rückwärts laufen, jetzt nach rechts. 1, 2, 3. Wenn das noch zu schwer ist, einfach mit Füße schließen tanzen. Das geht nämlich auch. Und 5, 6, 7, V-Step. 1, 2, 3, let's go. Und 1, 2, hep, hep, 1, 2, hep, hep und rückwärts laufen. 3, 4. Nach rechts, nach links, nach rechts, nach links. Achtung, V, Schritt. 1, 2, 3, 4 und hey! Klasse! Sollen wir es direkt mit Musik ausprobieren? Ja, klar! Welche Musik ist es denn? Warte. Ich gucke natürlich nicht auf meine Uhr. Pass auf. Wolltest du wissen? September von Justin Timberlake. Ich glaube, das ist aus einem Film. Zumindest die Version. Hört sie euch mal an. Okay. Und, kennt ihr sie? Du weißt es nicht. Ich hab's nur gelesen. Trollo. Trollo? Trollo? Trolli? Die Trolls? Die Trolls, ne? Achtung. Wir fangen an. 5, 6, jetzt geht's los. Seit, klack, hep, hep. Rückwärts. Wir laufen. Nach rechts. Achtung, unser Vorschritt. Und 5, 6, let's go von vorne. Hep, hep, hep. Rückwärts. Und nach rechts. Nach links. Eine ganz andere Version, ne? Vorschritt. 5, 6, von vorne. Go. 1. Hep, hep. Hep, hep. Wir laufen. Noch einmal. Und V-Schritt. 5, 6, von vorne, go. Hep, hep. Noch 3-mal. Noch 2-mal.
letzte Mal und Vorschritt und von vorne. Und nach rechts. Noch zwei. Vorschritt. Meinst du, Susi, das wird denn zu langweilig? Ich glaube, wir brauchen auch eine Herausforderung. Pass auf. Tada, so schnell kann ich die Musik auch wieder ausmachen. It's magic. Okay. Wollt ihr es wissen? Ja. Okay, also im Line Dance ist es ja so, wir tanzen ja in eine Richtung. Und dann gibt es im Line Dance auch zwei Richtungen. Das heißt, wir würden gleich einmal die Position tauschen und schauen in zu euch. Und es gibt die Vierwandaktion, das heißt einmal alle Wände. Aber wir machen heute nur die Zweiwandaktion. Das heißt, wir müssten eigentlich gleich mal, müsstet ihr uns den Rücken zukehren, ne? Ja. Rein theoretisch, wenn ne? Wenn im Rücken zum Bildschirm stehen, stehen sie richtig klar. Ja. Mhm. Ich bin mal gespannt. Also, wir probieren das mal aus. Wir starten nochmal von vorne. Eigentlich bleibt bis zu der Grapevine alles gleich. Ja, wir starten diagonal. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Wir laufen 2, 3 und stopp. So, jetzt tanzen wir die Grapevine nach rechts. Da bleibt auch noch alles. Ganz ruhig. Wir starten und 1, 2, 3 und tipp. Jetzt gehen wir nach links und beim letzten Rand schließen, da drehen wir jetzt eine Vierteldrehung nach links. Linke Schulter nach hinten. Uiuiuiuiui. Wir probieren das mal aus. Wir tanzen. 1, 2, 3 und hepp. Und? Hat's geklappt? Das machen wir nochmal. Das heißt, nach rechts bleibt alles immer. Also rechts bleibt immer ganz normal. Bei links müssen wir am Ende schwuppdiwupp eine Vierteldrehung tanzen. Habt ihr das? Auch so wie wir? Steht ihr so? Mit der Schulter zu uns. Dann tanzen wir jetzt. Also wir müssen uns nur bildlich vorstellen, wir tanzen viermal die Grapevine. Und immer, wenn wir nach links tanzen, am Ende drehen wir eine Vierteldrehung. Aber jetzt kommt er rechts. Jetzt genau, nicht drehen, ne? Jetzt dürfen wir nicht drehen. Also nach rechts bleibt alles. Wir tanzen mit rechts, links, rechts und tipp. Jetzt, wenn wir zurückdrehen, Achtung, zurücklaufen. 1, 2, 3 und tada. Tada. Eigentlich relativ simpel. Wir probieren das nochmal mit der Grapevine aus. Wir müssen nochmal umdrehen. Die stand ja jetzt mit dem Bauch. Genau, jetzt dürft ihr euch nochmal umdrehen. Also, das heißt, wir tanzen die Grapevine nach rechts. 2, 3, 4, 5, 6, 7 bei 8 drehen. Hat das geklappt? Dann tanzen wir das gleiche nochmal nach rechts mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bei 8 wird gedreht. Die sehen uns jetzt gar nicht. Die sehen uns. Nee, ihr müsst jetzt einmal über die Schulter gleich schauen, ne? Was jetzt am Ende kommt, ist unser V-Step, den wir ja gerade auch schon die ganze Zeit getanzt haben. Also das bleibt wieder. Wir tanzen unser V-Step. 2, 3 und stopp. Und dann geht's von vorne los. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht gleich in meinem Wohnzimmer landen, ne? Okay. Also jetzt tanzen wir klein nach vorne. So, jetzt müsstet ihr mit dem Rücken zu uns stehen. Genau. Und dann fangen wir mit rechts an. Viel Erfolg. Achtung, wir fangen wieder von ganz vorne an. Seit Klatsch und doppelt. Einmal klatschen und doppelt. Wir laufen rückwärts. 3, 4. Nach rechts. 2, 3. Achtung, warte. Wenn wir jetzt nach links gehen, denkt dran, Viertelchen drehen. Achtung und 1, 2, 3 und whip. Nach rechts passiert wieder nichts. Wir gehen nach rechts mit unserer Grapevine. Achtung. Und am Ende drehen wir links herum. Hey, jetzt müsstet ihr uns wieder sehen. Und wir tanzen am Ende unser V-Step. 2, 3 und 4. Also, habt ihr beide Wände gefunden? Das sind zwei. Einmal die, einmal die. Aber zwischendrin hatten wir, also eigentlich sind ja vier Wände. Ja, aber nein, das ist jetzt die Zwei-Wand-Geschichte. Wir haben nur einmal kurz geguckt. Wir waren nur zu Gast, aber nicht auf Dauer. Okay, wir probieren das nochmal. Sollen wir es noch einmal trocken durchgehen? Ja, einmal, besser ist einmal das, alles, ne? So wegen den Richtungen. Okay, also, wir gehen nochmal in uns, nur bei der Grapevine. Wenn wir nach links gehen, links Viertelchen drehen. Und das insgesamt zweimal. Dann haben wir eine halbe Drehung. Das ist doch so einfach. Wir starten. Achtung, diagonal geht's los. Und 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Wir laufen 2, 3 nach rechts. Grapevine 2, 3, 4, 5, 6, ein Viertelchen nach rechts. 2, 3, 4 und Achtung, V-Step. 1, 2, 3
Hey, und jetzt geht's, Achtung, von vorne los, von vorne los. Achtung, und seid klapp und doppelt, einmal klapp, tack, tack, eins, zwei, drei, nach rechts, eins, zwei, drei, links, Achtung, Viertelchen, nochmal ein Viertelchen, V-Step, fünf, sechs und von vorne, hey, bam, 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 rückwärts laufen, drei, vier, bam, zwei, drei, jetzt ein Viertelchen und drehen. Ihr seid spitze. V-Step und 5, 6 noch einmal, bis wir wieder in der alten Richtung ankommen. Doppelt, doppelt, laufen 2, 3 nach rechts. 1, 2, 3. Wir probieren das gleich schon in dem Tempo, dass wir gleich nicht so überrascht werden. 5, 6, 7, V-Step. 1, 2, 3 und alle. Hey! Yay! Mit Musik. Viel Spaß dabei. Warte, ich muss das eben kurz raussuchen. September. September, genau. Von den Trolls, ich weiß es. Von den Trolls, Trollis, Trollis? Heißt du nicht Trolls? Ich weiß nicht. Trollis? Trollo? Ich hab. Trolls. 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 Steht hier auch. So, viel Spaß dabei. Seid ihr ready? Achtung! 5, 6. Warte, Achtung! 5, 6, jetzt geht's los. 1, 2. So leise hier. 2, 3 nach rechts. Jetzt gut aufpassen. Viertelchen drehen. Achtung, V-Step. 5, 6 von vorne und seit. Doppelt. Hep, hep und rückwärts laufen. Nach rechts. Denkt dran, gleich Viertelchen drehen. Let's go. Und nach rechts. 2, 3 und nach links. V-Step. Von vorne und. Hep, hep. Rückwärts laufen. Ihr dürft auch mitsingen. Achtung, nur ich nicht. Von vorne. Ihr wollt meinen Gesang nicht hören. Nach rechts. Heute muss ich auch nicht spiegelverkehrt lernen. Achtung, 5, 6, von vorne. Das sieht schon cool, ne? Mega. Grandios. V-Step. Brauch ein neues Wort. Und noch eine Runde. Seid ihr noch da? Achtung, V-Step. 5, 6 und von vorne. V-Step. Schaffen wir noch eine Runde? Say, do you remember? Ooh, dancing in September. Oh, jetzt los, noch mal. Die Maxi-Version. Ich habe die 10-Minuten-Version genommen. Halte durch. Ist gut für den Kopf. Oder? Man muss sich richtig anstrengen. Dass man die Seite nicht vercheckt.
Hey! Sehr gut. Cool. Haben wir doch, war doch eine coole Geschichte, oder? Hammer. Check. Und wir haben es hingekriegt. Wahnsinn. Ich musste mich auch kurz konzentrieren. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns Sonntag wieder. Wir sehen uns Sonntag wieder. Sonntag um 18 Uhr mit Angelo. Also da freue ich mich wirklich richtig, richtig, richtig dolle drauf. Ja, und dann um 19 Uhr. Und dann um 19 Uhr noch mal ein bisschen Merengue. Und denkt dran, guckt einfach mal auf unserer Tanzschulseite oder bei YouTube abonnieren. Nächste Woche haben wir auch bestimmt noch ganz coole Sachen, oder? Super schöne Sachen. Ja, super schöne Sachen. Also, seid gespannt. Viel Spaß. Guckt mal in die Musik rein und ansonsten einen schönen Abend. Ciao, ciao, ciao.